Ja. Aufnahme läuft. Wie Aufnahme läuft, bist du wahnsinnig geworden? Ja, Aufnahme läuft. Ich werde doch jetzt hier nicht noch ständig hier... Achso, ja, da haben wir ja auch. Kommt da Mehl rein in die Kekse? Ja, ne? Erdnussbutter, Butter, Kokosfett, Mehl, Backpulver, Natron, Salz, Erdnussbutter und 2 Eier. Bist du denn auch gut zu hören, Eiger? Ja. Achso, ich wollte gerade ein paar Backpapiere vorreißen. Brauche ich Backpapier auf dem Blech? Wahrscheinlich, ne? Würde ich vorschlagen, weil das ist ja so ein... Dann sollte ich mir das auch... Habe ich dir doch schon fertig gemacht. Wow, danke. Also mir auch, aber dir auch. Ich würde vorschlagen, weil ich ja 2 Sachen mache, ja, fange ich an, du als 2. und ich als 3. So wird's gemacht, Meister. Damit wir nicht übereinander reden. Weil das Übereinanderreden ist ja... Ich rühre ja nur Weichteile zusammen. Das ist witzig. Ich habe da unten so eine Warze. Total witzig. Peinlich. Peinlich. Ich habe da so eine peinliche Warze. Peinliche Warzen. Dafür bin ich zuständig. Hast du jetzt schon angestellt? Nee. Nein, am Jens steht sie auf Kamera. So, jetzt könnte ich sie, glaube ich, einfach, indem ich hier oben auf die Pause drücke. Nein, indem ich hier unten auf den roten Knopf drücke. Ah, so läuft die dann. Ja. Und jetzt hat sie den roten Punkt da und genau. Läuft. Alles ist möglich. Oh, oh, oh. So. Gull, 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 gull. Das perlt ja heute wieder. Kannst du dich mal in deinen Arbeitsplatz stellen gerade? Sekunde, ja. Tipptopp. Tipptopp. Bist du zu sehen, ja. Ich bin begeistert. Läuft. Kuckuck. Kuckuck. Kann okay. Losgehen. Das heißt, haben du fängst an. Ich rauche eine. Ja, ne? Ach so, du rauchst eine, ich fange an. Das ist eine coole Idee. Du musst mich dann rausschneiden. Oh, nicht ausgehen. Angehen. Und läuft. Run. Wie hieß der? Forest, ne? Run, Forest, run. So, oh, schönen guten Tag. Wir sind hier noch am Rummachen wegen der Aufnahme. Und heute gibt es verschiedene Sachen. Einmal Yoshis super leckere Käsestange. Was gibt's von dir, Kommenmauski? Peanut Butter Cookies. Fett, Fett, Zucker und Fett. Lecker. Und dann gibt es noch, ich muss mal gerade schauen, was das so hergibt. Ah, Kichererbsensuppe mit Spinat und Hirtenkäse. Jetzt gibt es erstmal Yoshis schnelle Käsestange. Da gibt es 100 Gramm Mehl. Dann gibt es Backpulver, 2 Teelöffel, kommen da rein, werden untergemischt. Dann gibt es 2 Teelöffel Paprikapulver. Die tun wir jetzt mal einfach da rein. Butter 100 Gramm. Eigelbe, Käse, weil es ja Käsestangen sind. Und die gemischte Mehlmischung kommen hinein mit der Käse. Das sind 150 Gramm Cheddar-Käse und ich gebe später noch Parmigiano oben drüber. So, den kann man auch schön ein bisschen einarbeiten, der kann auch noch kleiner werden. Das mache ich gerne mit der Hand. Dann kommt die Butter dazu. Der Backofen wird vorgeheizt auf 220 Grad, das macht er selber. Wenn man das fein untergearbeitet hat, dann kommt jetzt gleich mein Trick. Löse Eigelb mit einer Hand aus dem Ei, weil diese Hand ist nicht mehr zu benutzen. Dann probieren wir einfach mal aus, wie das geht. Mit links. Kann man hier so hochklappen und lässt das Eiweiß einfach da reinfließen. Zack, das Eigelb bleibt in der Hand.
und kommt da rein. Jetzt packen wir die Schale da raus, die brauchen wir nicht. Das Eiweiß wird natürlich aufbewahrt für eventuelle spätere Geschichten, die man braucht. Die Hände sind übrigens vorher gewaschen worden, von mir persönlich. Da gebe ich mein Ehrenwort drauf. Ah! So, jetzt kann man auch beide Hände benutzen, das macht auch viel mehr Spaß und erinnert an früher im Sandkasten. Ach, ist das schön quatschig. Ach, Isa ist natürlich auch wieder da. Du bist bestimmt irgendwo zu sehen, auf irgendeiner Kamera. Aber im Dunkeln, wie du das gerne hast. Isa ist nämlich unser dunkles Geheimnis. Das lüften wir aber auch irgendwann nochmal. Wenn wir dann mal lüften. So, dieser Teig soll jetzt in eine Kugel geformt werden. Schön rot wegen der Paprika. Man kann anstelle von Paprika natürlich auch andere Gewürze nehmen, wenn man da einen anderen Geschmack drin haben will. Curry zum Beispiel oder Rosmarin ist auch sehr lecker. Einfach ausprobieren. Man kann ja auch den Teig halbieren und dann mal mit dem einen und dann mit dem anderen. Und jetzt soll man da oben drauf drücken und dann in Stangen schneiden. Die Stangen sollen ungefähr 2 cm dick sein, können unterschiedlich lang sein. Das machen wir später. Jetzt ist erstmal Kornemauski dran. Ja, lieber Wow. Ich mache erstmal nur Krach. Bravo, ich gehe mal Hände waschen. Ich habe hier alles, was für gutes Hüftgold taugt. Und zwar 125 Gramm Kokosfett, 125 Gramm Butter. Ich habe eine Mehlmischung angesetzt. Heute machen wir mal halbe Dinkel und Weizen, 310 Gramm. Dazu ein Teelöffel Backpulver, ein halber Teelöffel Natron und eine gute Prise Salz. Das brauchen wir im Moment noch nicht. Und das Schönste, das Zweitschönste ist die unglaubliche Menge Zucker. Und das Allerschönste ist dieses wunderbare Erdnussfett. Erdnuss, wie heißt das? Erdnussbutter heißt das, ne? Erdnussfett, achso, Erdnussbutter. Erdnussbutter. Ja. Da ist nur Erdnuss drin. Das ist ganz wichtig, kein Palmfett oder so. Kein, ne? Nur Erdnussbutter. Das muss man wirklich im Kleinstgedruckten gucken. Am besten beim Einkaufen eine Lupe mitnehmen. So. Und weil ich versprochen habe, Krach zu machen, werde ich das ganze zimmerwarme Fett erstmal in die Schüssel werfen. Smackelig. Und den Zucker dazu. Eigentlich soll man dafür satte, ich glaube, 180 Gramm brauner Zucker und 250 Gramm weißer Zucker nehmen. Ich habe mich jetzt mal entschieden, das nur mit braunem Zucker zu machen, habe auch entsprechend weniger, also ein bisschen weniger genommen, weil der nicht so aggressiv ist und dafür noch eine schöne Würze hat. Das schmeiße ich jetzt in den von mir unzureichend vorbereiteten Mixer. Tante Martha wird jetzt für eine Weile das Sounddesign an sich reißen. Ja. Probieren wir mal, ob das so klappt. Ich habe das sonst immer mit der Hand gemacht. Mittlere Stärke. Hui.
Der Effekt ist, dass sich das gesamte Fett schon ganz. Deckel. Deckel? Okay. Dafür muss ich das nochmal auseinanderbauen. Fang doch mal an. Super. Wie denn? Ich habe schon gematschepamst. Okay, ich versuche das alles nochmal. Ihr seht, ich komme sofort zum Einmischen. Das ist so mein Problem mehr. So. Oh, echt? Kornemauski-Dilettantenstadel. Super. Das erinnert mich an mein erstes Erlebnis mit dem Fleischwolf. Ich glaube, das darf ich. Das rüttelt sich von so alleine raus, wenn wir das jetzt gleich. Ich matsche das hier mal mit dem Dings zusammen. Schnitt. Ach Quatsch, Schnitt. Das sind doch die tollen Sachen, wenn Schnitt. Alles schief geht. Ja, wenn einer Schnitt ruft, das ist auch lustig. Das ist auch lustig. Richtig. Manchmal. Dabei ist das alles so schön zimmerwarm, das Fett. Ja. Und da kannst du ruhig wieder auf 4 gehen. Ja. Weißt du was? Ich rühre das erstmal ein bisschen so. Ich rühre das erstmal so ein bisschen zusammen. Ah, gutes Zeug. Weißt du was? Was? Wenn du da noch ein bisschen zu tun hast. Ja. Dann sage ich mal, ich tue meine Dinger schon mal einmal rein, eine Runde. Ja, das ist doch super. Den Ofen ein bisschen weiter vorheizen. Wie viel Grad brauchst du? 220. 220, das ist gut, wenn ich später komme. Ich brauche nur 175, dann nehme ich einen gut vorgeheizten Herd etwas genau. Schwächer. Ah, weißt du, was da so streikt? Nee. Ich habe ja... weil ich unsere Reste verwerten wollte, statt des reinen Kokosfetts, so einen Rest aus einem Glas Kokosmark dazu getan. Ja. Und dieses Mark ist viel fester als das Fett. Und das hat hier, glaube ich, gestreikt. Das ist ja spannend, was das so mag. Das ist markant, ne? So, und die sollen 8 bis 12 Minuten. Machen wir auf 10. Aber ich glaube, ich habe mich hier auch falsch entschieden für dieses Ding. Ich glaube, ich brauche eher das, ne? Probier mal, ja. Ja. Das kann gut sein. Das weiß ich bei dem Gerät auch nicht so ganz genau. Sieht das aber schon lecker aus. Und das riecht gut. So. Und für die zweite Runde tun wir jetzt ein bisschen Parmigiano drauf. Mal gucken, was da passiert. Schnitt.
deutsche Gründlichkeit und Flexibilität, wie die Kanzlerin das anmahnte. Ich bereite schon mal den zweiten Teil vor, auch wenn man nicht hört. Ja. Ja, Kichererbsensuppe mit Spinat. Da gibt es einen Joghurt dazu. Den kann ich schon mal vorbereiten. Und zwar habe ich hier, kann man das sehen? Ja, wunderbar. 8 Esslöffel Joghurt. Lecker, 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 lecker. Und ein halbes Bund Basilikum und ein halbes Bund Minze gemischt. Die werde ich jetzt einfach mal schön klein schnibbeln. Und die kommt dann nämlich in beide, diese schöne Mischung aus Minze und Basilikum, kommt in den Joghurt, der wird hinterher das Topping für die Suppe. Läuft bei dir? Mhm. Sehr schön. Mhm. Kann man das ein bisschen durchziehen. Was machst du jetzt da? Das zweite Ei. Das zweite Ei. Tada! Tada! Ja! Das sieht ganz gut aus. Der Abstand war richtig. 2 Minuten haben wir noch. Oh, ah. Weil so Käse überbacken, das ist ja immer was, was man nicht stehen lassen kann. Ne? Und ich werde mit dem Rest von dem Parmesan, den ich eben nicht drauf getan habe, die werde ich jetzt mal im Nachhinein damit überstreuen und schauen, was passiert. Kochen ist ja auch immer ein Experiment, ein Ausprobieren. Und dieses Rezept ist mir, so wie es jetzt hier gemacht wird, absolut nicht in Erinnerung. Danke. So, die sind, glaube ich, gut. Mal schauen, das ist noch sehr heiß, mal schauen, ob hier noch was passiert. Wahrscheinlich nicht wirklich, aber es ist ein Versuch wert. Ach, und der zweite sollte natürlich rein in den Ofen. Sonst kommen wir uns doch ins Gehege. Schnitt. Ah. Oh, diese Stille. Oh Gott, riechen die Käsestangen gut. Die sind, riechen gut. Ich weiß nicht, ob die hart genug werden. Das müssen wir mal schauen. Wenn ich darf, tue ich hier schon mal dann Backpapier aufs Blech. Ich bin begeistert. Weißt du was? Ich mache das, glaube ich, das nächste Mal wieder mit der Hand. Ja. Geschätzte Tante Martha, aber das ist mir einfach zu laut. Du hast also einen Kopfhörer, wo man nichts hört, wenn man den aufsetzt. Ja. Den kann man dafür ja verwenden, vielleicht. Mhm. Yes, yes, yes. Gute Idee, das. Hast du jetzt alles reingetan, was du da reintun wolltest? Ich habe alles reingetan, was ich da reintun wollte. Oder siehst du noch ein Töpfchen? Wo nee, sieht drin? Gut aus. Gut, dann bin ich beruhigt. Mhm. Mhm. Fertig. Lecker. Oh, Kinders. Was für ein super klebriges Zeug. Aber lecker. Hm. Gut. Wo bist du das denn? Darf ich dir das wegräumen? Dann kann ich dir den Dings da hinstellen. Das ist super lieb, wenn du das machst. Hervorragend. Das steht ja sogar schon auf dem Tablett. Quasi. Dann kommunizieren wir auch mal miteinander mit den ganzen Rezepten, die wir nebeneinander hier kochen. Ja. Man hat dann auch was Kommunikatives. So, jetzt bin ich ja wieder weg. Eierschale. Kommt in den Müll. Frau Gadi, Chaosbude. Nein, das kann man so nicht sagen. Kleine Kleckse auf das immer Backblech. Immer offen für Experimente. Und die laufen tatsächlich beim Backen komplett auseinander. So, das ist unsere Spülmaschine. Die hat keinen Namen, aber die arbeitet trotzdem mit uns.
schon seit Jahren. Schon seit Jahren. Das ist unser hauseigener Whirlpool. Ne, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie die heißen könnte. Kleines Rätsel am Rande. Und jetzt kommen wir bitte nicht, so räumt man eine Maschine nicht ein. Wie man sieht, tut man's. Bislang noch alles sauber rausgekommen. So, Kichererbsensuppe. Hier ist ein Topf, da kommen jetzt hinein die beiden feinen kleinen Zwiebeln und Knoblauch. Vorbereitet hier, dann haben wir das Messer, das wird kurz einmal gesäubert. Das ist mein Lieblingszwiebelschneidmesser. Den Würfel, wir können den Topf schon mal heiß machen. Dann kommen die gleich in den heißen Topf nämlich rein. So. Da die ganze Suppe hinterher auch nochmal durchgemöllert wird, muss man hier nicht unbedingt auf Präzision und gleiche Größe achten bei dieser Zwiebel. Fingerlichkeit ist sowieso nicht meine Sache. Hier einfach mal großzügig durchschnibbeln. Das sind die Zwiebeln. Dann kommt der Knoblauch. Und dann kommt das Olivenöl, 2 Esslöffel, in den Topf hinein. Sobald das heiß ist, kommen die Zwiebeln und der Knoblauch drauf. Sag mal du, wow. Ja. Oh, wie sieht es mit dem Backofen aus? Der, ich will mal sagen, okay. 4 Minuten. Bist du, dann hast du noch eine dritte Lage. Nee, ich bin fertig da. Okay. Müssen wir kurz abkühlen lassen. Ja. Und da ist dann auch frei, wenn deine rauskommen. Super. So, anschützen. Das ist jetzt wieder die Situation. Wo wir uns hier mit der Kamera zeigen. Hier wird angeschwitzt. Auf Teufel komm raus. Wir stellen das Gerät mal hier ab. Und hoffen, dass es nicht in den Topf fällt. Aber das funktioniert ganz gut. Ja. Wenn die Zwiebeln jetzt schön angefangen haben zu braten und sie sehen gut aus, ja, das tun sie, kommen die Kichererbsen dazu. Sie werden auch mit angebraten. So, bis sie schön warm sind. Dann ändern wir das Grundrezept ein bisschen. Der Kollege, von dem ich das habe, schlägt Tiefkühlspinat vor. Da wir Frühling haben, habe ich mir erlaubt, Babyspinat mitzubringen und nicht 600 Gramm, sondern nur 300 Gramm, weil wenn man den Tiefkühlspinat kennt, dann weiß man, dass da sehr viel Wasser drin ist vom Einfrieren und ich würde vorschlagen, denke mal, das ist die Hälfte dessen, was man bezahlt, ist Wasser. Wenn man den mal auftaut und richtig ausdrückt, dann bleibt ungefähr die Hälfte des Gewichts im Spinat. Die geben wir schön los. Der Spinat ist gewaschen und entwässert und kommt jetzt direkt da drauf. Der fällt ja gleich richtig schön zusammen. Schnitt! So hübsch! Die kleinen Kekse.
Die kleinen Kekse dürfen wirklich nur 10, allerhöchstens 12 Minuten im Ofen sein. Sobald die braun werden, werden die nämlich bitter. Das ist wahr. Soll ich hier mal die Uhr stellen auf zum Beispiel? 10. Jetzt sagt er hier, genau, 10 Minuten. Ne? Mhm. Bei 200. Aber eigentlich willst du reintun. Okay, ich mache ganz langsam. Ich kann auch mit einem kalten Föhn reinpusten. Haben wir so. So. Kleiner Spinat. Brauchen wir ein bisschen zum Zusammenfallen. Weil, wie geht es dann weiter? Das ist ja auch ganz spannend. Dann kommt, ich habe das euch noch gar nicht vorgestellt, das ist, hier ist gar keine Kamera mehr. Hier ist die Kamera. Rafael Hanut, eine südmittelmeerische Gewürzmischung. Tunesien, Algerien, Marokko, in jedem Land anders. Dafür gibt es auch noch ein bisschen Kreuzkümmel dazu. Das ist ein Teelöffel, das ist ein halber Teelöffel. Der soll laut Kochbuch jetzt schon mit dabei. Machen wir gerne. So, beides. Dann kommt noch dazu Durchrühren. Durchrühren kann ich auch. Das ganze Gewürz nämlich oben, unten, überall da hinkommt. Und jetzt, wie man merkt, der Spinat fällt und fällt und fällt und wird kleiner und kleiner. Dann kommt da jetzt mal ein Liter Hühnerbrühe drauf. Da habe ich auch meine eigene genommen, die ich in einer der letzten Sendungen vorbereitet habe. Und die kommt jetzt zum Einsatz. Das ist ein Liter Hühnerbrühe. Wer das nicht zu Hause hat oder wer auch keine Hühnerbrühe kaufen möchte, 2 Esslöffel Brühpulver auf 2 Liter Wasser. Ich habe ein bisschen weniger Wasser genommen, ist jetzt erstmal 1 Liter und schauen mal, wie das aussieht von hinterher. Und wie viel von deiner Brühe hattest du da drin? Das ist jetzt 1 Liter. Ah, okay. Und ich habe noch ein bisschen Brühe aufgetaut. Die ist hier, die ist noch nicht ganz aufgetaut, das macht aber nichts, sollte im Haken. Im warmen Wasser wird die ja dann auch kauen, würde ich mir sagen. So. Deckel drauf. Ohne Deckel kosten, kochen kostet richtig Energie. Kann man mal nachschlagen im Internet, wie viel der Unterschied ist zwischen Kochen mit und ohne Deckel. Kann jeder selber machen, das soll ja auch ein kleiner Anschieb hier sein. Ja. Dann haben wir noch Zitronenschalenabrieb. Der kommt dazu, wenn das gekocht hat. Man kann auch noch ein bisschen nachwürzen mit Rafael Hanut oder Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Ausprobieren. So, wir lassen das erstmal alles schön kochen lassen. Schnitt! Bakterien? Lass mal gucken. Läuft. Ja, läuft. Check, super. Check, check.
So, ich kann mir vorstellen, dass dieses... Nein, das läuft immer noch, das Gerät. Ein bisschen Backofen-Meditation. Ach, die sind so schön. Toll sind da die. Da sind die Käsestangen. Und das ist der Joghurt. Käsestangen. Hier hat ein Käse, also Feta. Lecker. Und jetzt schwenken wir mal rüber. Hier entstehen die berühmten Erdnusskekse. Mit dem absolut modischen Karo-Muster. Conny Maus, machst du in der nächsten Runde mal ein Paisley-Muster? Sadist! So, jetzt können wir sehen, wie lange das noch dauert. Mhm. Da ist so eine Reklame drauf. Das muss weg ausgeätzt werden. Ich lasse sie jetzt einfach draußen. So. Ah, ich wollte hier gucken, wie es aussieht mit dem Nachtisch. Oh! Die Kamera mitnehmen. Machen wir hier die mal auf. Ah! Das geht schon mal ganz gut. Und, das geht aber auch ganz gut. Ich glaube, das hat geklappt. Das musste ich nämlich schon vorher machen, weil es friert ja sonst nicht. Was denn? Geht, wow. Wie es geht, habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist das berühmte Aquafaba-Eis. Mmh. Welche Geschmacksrichtung? Diesmal ist Geschmacksrichtung, ich wollte Schokolade werden. Okay. Aber die Schokolade, die ich heute benutzt habe, ist leider nicht vernünftig geschmolzen. Hä? Ist ein Klumpen geblieben. Ich habe das Zeug da trotzdem drauf geknallt und mit der Gabel gerührt, wie ein Bekloppter. Und dann habe ich gedacht, nö, dann nimmst du einfach mal deinen selbstgemachten Nuss-Nougat-Creme und brauchst die da rein. Das sieht sich besser verreiben und ein bisschen Haselnusskerne und Mandel pulverisierte. Oder wie heißen die? Läuft? Mhm. Super. Ich tue immer den Falschen. Schnitt! Ja. So. Jetzt sind die Kichererbsen nämlich auch so, wie sie sein sollen. Hier läuft noch alles. Das ist sehr schön. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen was da rausheben. Ach, und einmal habe ich Kekse gebacken, so zwischen Haare waschen und Make-up, kurz vor einer Party. Und dann war der Teig ganz furchtbar und dann habe ich immer mehr Mehl dazu gegeben und irgendwann dachte ich, oh ja, jetzt passt es. Und dann habe ich ganz stolz eine Dose mitgenommen zur Party. Und der Erste, der in einen Keks biss, berichtete von einer Staubimplosion in seinem Mundraum und kriegte sich den ganzen Abend nicht mehr ein, weil die waren echt ungenießbar. Oh. Nein, das glaube ich. Ungedoch. Und die kann nicht mal im Taubenkopf getan haben, weil die sofort vom Baum fallen. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich danach gedacht, immer schön eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal. So, wisst ihr eigentlich, warum hier in diesem Spaghetti-Löffel ein Loch ist? Damit das Wasser ablaufen kann? Nein! Das ist das der gleiche Sinn. Warte mal, ja, da geht es schon mal lang. Der gleiche Loch ist ja in so einem. Doch, ja, super! Manchmal in so einem. Ich muss das mal zeigen, weißt du, in so einem Kochlöffel auch. Das ist spannend. Das ist die Einheit für eine Portion Spaghetti. Das kann als Vorspeise. Ist doch auch gar nicht das die gleiche Größe in doch. Da ist jetzt noch Teig dran. Also das ist der Grund, aber warum in so italienischen Löffeln und so Spaghetti-Löffeln so ein Loch ist. Da kann man die Menge des Spaghetti mit ab. Halben holen. Ja, als Vorspeise gilt noch ein kleines
Pasta, Vorspeiser. Nur ich dachte hier so, wie heißt das, enzyklopädisches Wissen, enzyklopädisches, bevor es wieder laut wird. Das rührt man jetzt so lange, bis man die Konsistenz hat, die sich so vorstellt. Die wird nicht richtig dick, aber... Hast du früher auch mal mit Kernen drin gemacht oder oben Kerne draufgeschüttet oder irgendwie so? Man kann die auch mit Crunchy Erdnussbutter machen und dann haben die diese Kerne da drin. Also, aber nicht so, ich sehe irgendwie im Traum solche halben Erdnüsse da oben drauf. Das träume ich aber. Ein schöner Traum. Bringe mich nicht in Versuch. Man kann das Publikum auch verwirren, kann eine Walnuss drauf tun. Dann ist der Geschmacksnerv aber ganz schön am Hey, Gucken. Das ist aber eine super Idee. Also geschmacklich, denke ich. Ja, dann müsste man doch eine Kapa drauf tun. Eine Kapa, eine gute Idee. Also für Geschmacksverwirrung müsstest du eine Kapa drauf tun. Ja, aber für Geschmacksopulenz könntest du eine Walnuss drauf tun. Oder ein kleines Stück Feige. Da fehlt Sahne. Da fehlt noch Sahne in deiner Festwärmung. Ich könnte meine Senfsahne machen. Oh! Ich kann es in Ruhe, glaube ich, weitermachen, weil ich will gucken, dass ich eine Minute noch zugebe. Ja. Ich möchte ja einfach nur nicht auf meine Ofenmeditation verzichten, weil das so nett ist, den zuzugucken. So, mir ist das zu wenig knoblauchig, deshalb kommt da jetzt noch eine Knoblauchzehe rein, die wird da reingerieben. Das ist ja mit dem Nachwürzen immer so eine Sache. Kann man durchaus noch was machen. Der ist wirklich verunglückt. Möchtest du den vielleicht probieren? Das wäre auch eine Unglück. So. Gut. Dankeschön. So. Ja. Das kann es haben. Und es gibt noch ein wenig Zitrone auch dazu. Aha, der ist aus. Super. Noch ein paar Hefeflocken. Wenn ich das Blech fertig gerollt hast, mal mit der kleinen Kamera kommst und einfach das Blech nimmst, wie ich mit dem Gäbelchen diese Dinger da rein mache. Da bin ich jetzt fast
Büse, dass ich nicht drauf gekommen bin. So, die Teller stehen übrigens hier, da habe ich eben gar nichts zu gesagt. Weil da hinten am Herd wird es ja warm, ne? Und hier über dem Topf auch. Und gewärmte Teller freut die Suppe. Das nicht nur die Suppe. Dreimal Eschenbach von Bavaria, Germany, der Goldrand von Oma. Und hier sehen wir in perfekter Auflösung. Ist aber auch schon eine gewisse Routine. In dem Moment, wo man sagt, aber so genau soll es sein. Das ist wie beim Kätzchenbacken, sagt man ja auch, ne? Wurzelbacken. Dieses schreckliche Lied. Diesen Kinderliedermacher. Ui, ui, ui. Das darf ich nicht nennen, das wäre ein Fleisch. Schleichverleumdung ist gut. Das gefällt mir. So, vorher, nachher. Boah, das ist echt tödlich. Man kann, wenn man es noch tödlicher haben will, sich da auch Erdnussbutter noch draufschmieren. Man kann sich dazu auch ein Maß frittieren. Ein was? Ein Maß frittieren. Ja. Schnitt. Jetzt noch kleine, feine Verbesserung. Läuft noch. Verbesserung? Verbesserung an der Suppenfront. Also im Suppenbusiness ein bisschen Muskate. Die kommt da noch rein. Wenn man das mal aufnehmen könnte, das würde doch alle sowas von auf dem Sofa zerlaufen lassen. Das ist ein bisschen das Problem bei Kochsendungen. Auch, dass man nicht probieren kann. Also wir können ja jetzt behaupten, das schmeckt echt super. Und es schmeckt irgendwie, wie um den Kreis zu schließen, die Grassuppe, die ich mir im Sandkasten gekocht habe. Nein, das glaubt man ja nicht. Das hofft man ja auch nicht, dass das so ist. Schuss weißer Balsamico. Um das Säurespiel spielen zu lassen. Ja, das tut ihm gut. Mehr ist die große Suppenkelle und servieren einmal. So, das Nicht-Tropfen ist immer eine Schwierigkeit. Tropf, Tropf. Bis jetzt klappt's, ja. Das ist mein Teller. So, Deckel wieder drauf. Und dann kommen noch die Spezialzutaten. Joghurt mit Basilikum und leckerstem Minze. Ist wahrscheinlich auch der Verdauung förderlich bei den Kichererbsen. Klacks. 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 Und dann kommt da oben drauf noch ein wenig Hirtenkäse, Feta, wie auch immer man das nennen möchte. Oben drauf auf dem Joghurt.
Darauf kommen jetzt als Ergänzung Käsestamm. So, eins, zwei, drei. Das wird nochmal schön abgefilmt, damit das nämlich auch zu sehen ist. Kamera ist wieder ausgegangen. So sieht's aus. Hier auch sehr lecker zu sehen. Kichererbsensuppe mit Spinat, Joghurt mit Basilikum und Minzblättern. Darauf Feta-Käse und eine Käsestange. So, die servieren wir jetzt mal. Jetzt will das Licht. Ah! Wir wollen nicht auf die Kamera gucken. Machen wir nochmal. In schöner Transport die zweite. Der Rand gehört dem Kellner. Ja, das hat doch hübsch gesehen aus. Und nochmal in Farbe. Interessant ist, wenn die Kamera mitgeht, kriegt man ja die Bewegung gar nicht mit. Ne? Merkt ihr, wie es beim Sturm hier ist? Überall stürmt es. So. Guten Appetit! Großartig. Das ist aber auch gut, ne? Kekse hier. Wir können es gleich nochmal anmachen für die Nachspeise. Das ist Eis von Aquafaba mit Heidelbeere, Cassis und Schoko. Lecker. Oh nee. Du bist im Licht, da kannst du nicht kriegen. Im Dunkeln sieht man so aber auch. Mit hier von den Keksen, den Erdnusskeksen. Die Kamera schwankt schon. Ich finde das, glaube ich, hübsch, wenn das so ein Topping hätte. Oh, bitte. Das war's für heute. Letzte Kamera aus. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wo geht die denn aus? Geht die hier irgendwo aus? Schnitt!